Willkommen zu einer weiteren teuflischen Folge The Sinking City. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte teuflische Video bewertet haben. Ja, die Leute wollten unbedingt noch eine weitere Folge von The Sinking City. Und weil ich eben ein sehr netter Mensch bin, gibt es eben die Verlängerung in Folge Nummer 10. Und wie immer, wenn ihr das Ganze ein bisschen unterstützen wollt, lasst eine Bewertung da, nehmt euch die Sekunde, supportet ein wenig. Dankeschön an all die Menschen, die immer noch dabei sind bei The Sinking City. Wir müssen in die Eel Street, denn dort ist das Versteck der Bande. Zumindest gehen wir davon aus. Denn wir haben ja eine Karte gefunden. Ein abgerissenes Stück einer Karte. Und hier drüben kloppen sich zwei Obdachlose um einen Apfel. Tja, in der Gegend ganz normal, aber das geht mich ja nichts an. Damit habe ich ja nichts zu tun. Ich wette, wir müssen hier rein. Definitiv. Yep, und wir haben den Ort auch schon gefunden. Aber wir bekommen gar keine Anzeige. Hm, das ist merkwürdig. Normalerweise. Okay, hier bin ich definitiv richtig. Ich meine, okkulte Scheiße und Bilder von leichten Mädchen. Auf jeden Fall das Versteck einer Bande. Schublade. Jede Menge Schießpulver. Ah, der Sarg. Wen haben wir denn hier? Der Mann mit dem gelben Schal. Billy. Billy hat mir angeblich das Leben gerettet. Hi, Billy. Ich muss sagen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, konnte ich sie besser leiden. Geht mir genauso. Hab schon gehört, dass sie kommen werden. Aber gehofft, dass sie es bleiben lassen. Was halten Sie davon? Sie verschwinden wieder und ich vergesse, dass Sie hier waren. Nun, Billy. Das kann ich leider nicht tun, denn ich muss hier eine Familie retten. Warum sind die Byers für Sie so wichtig, dass Sie sie entführt haben? In dieser Borg sind mächtige Geschöpfe am Werk. Und man sollte sich hüten, ihre Beweggründe in Frage zu stellen. Also verschwinden sie besser. Solange ich sie noch höflich darum bitte, Charlie. Lassen Sie die beiden gehen. Nennen Sie mich nicht Charlie. Diese Anna hat mich immer Charlie genannt. Hm. Der Gelbe König. Steht der Gelbe König in Verbindung mit dem EOD? Wie oft eigentlich noch? Ich heiße Charles. Sie sollten Ihr Gesicht sehen, dass man Sie so leicht aus der Fassung bringen kann. Billy, ich will weder mich noch Sie in Schwierigkeiten bringen. Byers hat getan, was Sie von ihm gefordert haben. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Zum allerletzten Mal verschwinden Sie. Ich habe Ihnen schon mal das Leben gerettet. Und das ist hiermit das zweite Mal. Leute, denen ich die Haut rette, liegen mir immer sehr am Herzen. Eine kleine Schwäche von mir. Es würde mich traurig machen, sie zu töten, Charles. Aber falls ich muss, werde ich genau das tun. Okay, im Grunde will er haben, dass ich am Leben bin. Aber wahrscheinlich nur wegen dem großen Komplott. Denn immerhin, Glenn sieht aus wie ich. Billy, eine Familie zu entführen passt nicht zu Ihnen. Lassen Sie sie gehen, dann kommen wir beide heil aus dieser Sache raus. Das wird leider nichts. Es gibt einen triftigen Grund, warum wir die Byers festhalten. Wenn die Zeit reif ist, lassen wir sie frei. Die Frage ist nur, wie umfangreich ist dieser Komplott? Wurde ich geklont? Ist Glenn ein Geschöpf durch die Mutter? Das ist halt die Frage. Ich kann gehen oder ich muss Gewalt anwenden. Nun, Billy, ich bin ein Mann, der sein Wort hält, deswegen Shootout. Tut mir leid, Billy. Hier geht es um mehr als Sie und mich. Möge der Bessere gewinnen. Wenn es das ist, was Sie wollen? Ich wusste nicht, dass Sie so engstirnig sind. Ein Jammer, dass Sie hier sterben werden, Reed. In dieser Stadt gibt es weitaus schlimmere Leute als Sie. Wow, die anderen helfen mit? Alter, wie die Zombies. Knurren die mich an? Tja, Billy. Plot Twist, Motherfucker. Die Show ist vorbei. Und Billy tot.
Die Tür gibt nicht nach. Und die Tür gibt nicht nach. Was haben die hier für ein Ritual getrieben? Durch EOD geschädigte Person. Barry Morgan, Fischer, von Innsmouthern am Fischen gehindert. Luther Merritt, Tochter vergewaltigt und ermordet, Schuld von EOD-Mitgliedern nicht erwiesen. Wallace Rose, verletzt bei einem Kampf mit Innsmouthern. George Cavendish, Name rot eingekreist. Seine Frau trat dem EOD bei und trug ein Kind aus, das nicht von ihm ist. Kenneth Harvey, erwischte einen Innsmouther beim Stehlen. Delaney Jensen, sein Sohn verschwand im Bezirk des Shells und er verdächtigte Innsmouther. Okay, ein bisschen Hass. Nach Fische riechende Nachricht. Verstanden, Billy. Wir werden dafür sorgen, dass niemand von der Expedition zurückkehrt. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass uns jemand durch die Lappen geht, habe ich genau den richtigen zur Hand. Der Kerl heißt Lewis Flynn und ist sehr verlässlich. Er tut immer, was man ihm aufträgt. Gruß A. Wahrscheinlich Anna. Über die Jungen der furchtbaren Mutter. Das sind diese Kopien. Alles, was Graham über das Thema wissen muss. Ihre intellektuellen Fähigkeiten entsprechen denen eines dreijährigen Kindes, entwickeln sich jedoch fortwährend weiter. Das bedeutet, Glenn, der mir sehr, sehr ähnlich sieht, fast identisch, eigentlich identisch, könnte von der Mutter kommen. Befolgen einfache Befehle sofort, nachdem ihr Leben begonnen hat. Komplexe Sätze verstehen sie jedoch noch nicht. Ihre Ernährung, sie sind zwar entbehrlich, aber dennoch Lebewesen und benötigen für maximale Leistungsfähigkeit Chemikalien mit Kalium und Lebertran füttern. Gut für ihr Gewebe. Sie lieben Zucker, aber bloß nicht geben. Okay, Zucker ist für alle böse, auch für uns. Allgemeine Hinweise, unmittelbar nach der Geburt nicht im Sonnenlicht aussetzen, da ihre Fasern noch nicht voll entwickelt sind und nun zerfallen könnten. Ah ja. Karte und Koordinaten. Eine Karte mit einem beiliegenden Zettel, auf dem folgende Koordinaten stehen. Okay, wir haben Koordinaten. Das Wiedererwecken Verstorbener. Voraussetzung, um den Geist längst Verstorbener zurück ins leibliche Leben zu bringen. Essentielle Salze. Die Formel aus der Ausgabe Borelus abschreiben per Andonia. Beschwörung sollte mehrere Stunden lang aufgesagt werden. Nach der genauen Wortfolge in den Werken von Peter Di Apono suchen. Dies, was? Dies mies Jeschet? Beschwörung, vielleicht die große Anrufung des Agrippa? Ji Nash Jok Sofov. Beschwörung mit einer anderen Handschrift geschrieben. Ji Nash Jok Sofov H. Rekup Trokdak. Frogdak. Frogdak. Kombinieren und Hill zeigen. Durchgestrichen. Ihm lediglich die Bücher und Hinweise geben. Er soll alles selbst herausfinden. Okay, hier wurde irgendwie alles hinmanipuliert, seitdem ich in der Stadt bin. Unglaublich. Alles, was ich seit meiner Ankunft hier in der Stadt erlebt und gesehen habe, auf einer einzigen Karte. Ja, sag ich ja. Ja, sag ich ja. Okay, hier geht echt eine kräftige Scheiße ab. Moment, wohin gehen wir nun? Was ist der Plan? Wir haben doch diese Koordinaten. Heiratsurkunde. Ja, und jetzt? Haben wir hier irgendwas übersehen? Wir haben hier auf jeden Fall irgendwas übersehen. Was mit dem Raum da drüben? Machen wir mal den hier. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ah! Sorgfältig gefalteter Brief. Mr. Drunnen. Ihr Angebot ist so verlockend, dass ich nicht widerstehen kann. Ich werde der Polizei sagen, was immer sie wollen, da ihre Hilfe gut gebrauchen kann, damit mein Wahlkampf wieder an Fahrt aufnimmt. Mit freundlichen Grüßen, MP. Na, sieh mal einer an. Der Bürgermeisterkandidat wurde also bestochen. Und hat das alles mitinszeniert. Und wer zum Fick bist du? Oh, vielen Dank, Mister. Ich dachte schon, sie würden uns umbringen. Ich weiß nicht, wie wir ihnen das je vergelten sollen.
Wer sind Sie überhaupt? Sie sehen... Ich bin Privatdetektiv. Ihr Vater macht sich große Sorgen um Sie. Vater? Ist er wohl auf? Waren Sie bei ihm? Ja, aber die Sache ist noch nicht vorbei. Gibt es einen Ort, an dem Sie für eine Weile untertauchen können? Ja, sicher. Wir könnten zu Tante Peck gehen. Was ist denn los? Es gibt da eine Angelegenheit, die Ihr Vater und ich untereinander klären müssen. Er wird Ihnen bei Zeiten alles erklären. Oh, okay. Bitte, Mister, passen Sie auf ihn auf. Er ist ein guter Mensch. Ich werde es versuchen. So, ich muss los. Ich habe mir den Sohnemann irgendwie anders vorgestellt. Aber, hier drüben ist die Mutter. Sind Sie gekommen, um uns zu retten? Sie hat wirklich einen Finger verloren. Die haben nicht geplöfft oder einem Obdachlosen Finger abgeschnitten. Nein, Billy hat ernst gemacht. Aber Billy ist jetzt tot. So, die Fallmappe. Wie geht's weiter hier in dem ganzen Drama? Okay, wir haben die Familie aus den Händen der Entführer befreit und sollten nun zu ihm zurückkehren, um mit ihm darüber zu reden, ein Geständnis zu verfassen und sich der Polizei zu stellen. Da bin ich ja mal gespannt, ob er das wirklich freiwillig macht. Wir müssen auch mal die Mordwaffe finden. Die würde uns auch helfen, wenn wir die hätten. Um ihn da eben ein wenig festzunageln. Okay. Unser Freund Billy war hier oben. Das bedeutet, wir müssen im Grunde denselben Weg wieder zurück. Na, Jungs, immer noch am Kloppen. Es ist doch nur ein Apfel. Wir finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Teilt ihn doch einfach in der Mitte durch. Wird es nicht eine Lösung für uns alle? Ihr habt euer Essen, jeder ein bisschen was und ich muss mir die Scheiße nicht mehr reinziehen. So, Glenn. Hab keine Ahnung, ob er das machen wird. Aber er schuldet mir eine Menge. So, die Telefonzelle müsste hier drüben sein. Über den gelben König wissen wir aber trotzdem irgendwie noch nichts wirklich. Zumindest nichts Handfestes. Haben wir den gelben König vielleicht eben gerade getötet? War es Billy? Der Mann mit dem gelben Schal und den gelben Augen. Die allgemein recht gelb aussah. Hier kloppen sich alle. Also, seit wann ist das hier so eine miese Gegend? Wo ist nur die Harmonie unter den Bürgern? Glenn! Guten Tag. Ihre Familie ist in Sicherheit. Ja, tausend Dank. Meine Schwägerin rief gerade an und sagte, dass Evelyn und Michael wohlbehalten bei ihr eingetroffen sind. Ich verdanke Ihnen so viel. Wie geht es jetzt weiter? Soll ich mich der Polizei stellen? Eins nach dem anderen. Sie müssen ein Geständnis verfassen. Schließlich steht Ihr Wort gegen das des Zeugen. In Ordnung. Ich bringe es dann sofort zur Polizei. Nein, geben Sie es mir. Und auch die Tatwaffe. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, Sir. Hier, bitte. Gut. Dann werde ich jetzt die Dinge richtigstellen. Ich schlage vor, Sie nutzen die Zeit, bis die Polizei an Ihrer Tür klopft. So sehr vertraust du ihm? Ich gehe. Boah. Ich meine, klar, er hat das Geständnis unterschrieben, aber trotzdem. Also, ich weiß ja nicht. War hier noch irgendwas? Irgendwas fehlt. Gut, schauen wir mal. Mordwaffe. Ich habe kein Alibi. Boom. Ich könnte ihn jemand unterschieben. Okay. Nette Idee. Mr. Carpenters Verwalter zeigen. Ist das der nächste Schritt? Gedankenspiel. Außer Gefahr. Die Schuld muss beglichen werden. Glenn muss sich um seine Familie keine Sorgen mehr machen und wird gestehen, dass er Van der Berg ermordet hat. Und jetzt?
Ehrliches Geständnis. Ich kann Glenn dazu bringen, den Mord zu gestehen. Wenn ich sein Geständnis Mr. Carpenter gebe, macht er sich vielleicht für ein milderes Strafmaß stark. Den Brief, den ich Billy Drunnens Versteck gefunden habe, kann ich als Beweis dafür vorbringen, dass Milton Pierce Zeugenaussage gegen mich frei erfunden war. Haben wir noch irgendwas hier im Gedankenspiel? Nein, im Moment nicht. Haben wir die Mordwaffe? Weil hier gibt es ja irgendwie immer noch was Spannendes. Aber anscheinend, ja, wir haben anscheinend die Mordwaffe. Gut, was war das eben gerade? Ach, hier bröckelt nur ein bisschen Putz. Nun, Densen. Wir müssen wieder den kompletten Weg zurück. Hier lang. Ja. Also, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Charles gar keine Fragen hat, warum er hier seinem Spiegelbild gegenübersteht. Denn wir haben ja gelesen, am Anfang sind die vielleicht noch nicht wirklich fähig, um wie richtige Menschen zu funktionieren, aber sie entwickeln sich weiter. Also könnte man mit genügend Zeit hier jemanden komplett ersetzen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Und wenn die das so lange geplant haben, wahrscheinlich schon vor meiner Ankunft, dann ist doch gar nicht auszuschließen, dass sie nicht eventuell den halt darauf hingetrimmt haben und total unwissend gelassen haben. Gute Neuigkeiten. Ich habe den Kerl ausfindig gemacht, der Johannes van der Berg ermordet hat. Er heißt Glenn Byers. Und nicht nur das. Ich habe ein Geständnis, das er selbst verfasst hat. Sie arbeiten ganz schön schnell, Mr. Reed. Aber ich glaube nicht, dass das reichen wird, um die Aussage von Milton Pierce anzufechten. Zufälligerweise habe ich auch einen Brief, der beweist, dass Pierce sich bestechen ließ und dann die Polizei anlog. Ein beachtlicher Ermittlungserfolg. Danke. Ich werde die Schriftstücke der Polizei übergeben. Eine Sache noch. Glenn Byers wurde dazu gezwungen, den Mord zu begehen. Und bereut seine Tat zutiefst. Ist unter Berücksichtigung der Umstände mit einem milderen Strafmaß zu rechnen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber vergessen Sie nicht, dass man es in dieser Stadt bereuen kann, wenn man allzu gutmütig ist, Mr. Reed. Wiedersehen. Alright, sind wir durch? Eine gute Tat. Nochmal hier vielleicht mit dem Alten reden. Was wollen Sie, junger Mann? Was ich will? Ich will deine Frau. Na, wie geht's, Hübscher? Denn die will auch mich. Okay. Eine Präsenz, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Es fühlt sich so an, als würde die Luft von etwas Unheimlichem durchsetzt sein. Okay, das bedeutet, wir müssen was als nächstes tun? Vielleicht einfach mal den Move hier und auf einmal stehen irgendwelche Dinge vor mir. Wow, das funktioniert ja wirklich. Sie haben gute Arbeit geleistet, Mr. Reed. Ich erwarte Sie im Devil's Reef Hotel. Was? Was? Unerhoffte Einladung. War das Johannes? Van der Berge? Der Van der Berge? Sieht ganz danach aus. Wo ist meine Telefonzelle? Ist der noch am Leben? Ich meine, sein Tod war ja auch ein bisschen unspektakulär, oder? Es könnte sein, dass er immer noch am Leben ist. War das alles nur inszeniert, aber warum? Ich behalte sie im Auge, Neuankömmling. Okay, Van der Berg. Wo zum Geier sind sie? In meinem Zimmer? What the heck? Wie ist das möglich? Endlich, Mr. Reed. Ich habe von Ihrem letzten Fall gehört. Gratulation. Sie haben sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen. Gestatten Sie mir jedoch eine Frage. Nein. Gestatten Sie mir eine Frage. Wie kann es sein, dass Sie noch am Leben sind? Tja, was soll ich sagen?
Das nächste Mal sollten Sie darauf achten, dass Sie die Sache auch wirklich zu Ende bringen. Ich war es nicht, und das wissen Sie. Der ganze Mist. Für einen Mord, den es nie gegeben hat. Aber die Polizei sah das nun einmal anders. Sie hatte alles, was sie brauchte. Ein Opfer, einen Tathergang und einen Schuldigen. Sie haben mich hinters Licht geführt. Sie Mieser! Ich habe lediglich Mordopfer gespielt. Was darauf folgte, stand nicht in meiner Macht. Ich werde sie... Was? Umbringen? Es wäre zwar amüsant zu verfolgen, wie sie ein weiteres Mal für einen Mord im Gefängnis landen, aber ich fürchte, wir haben Wichtigeres zu tun. Was meinen Sie damit? Sie wissen genau, was ich damit meine, Mr. Reed. Die Prophezeiung. Das Siegel. Sie sind da in eine Sache von großer Tragweite hineingeraten. Aber eins nach dem anderen. Was Ihren Fall betrifft, Ihre Kurzsichtigkeit hat mich überrascht. Warum, Charles? Warum haben Sie den armen Mr. Byers der Polizei zum Fraß vorgeworfen? Nun, habe ich das? Er ist eigentlich schuldig, also, naja, eigentlich auch nicht. Er war ja auch nur Opfer. Wenn Sie sich jetzt deswegen schuldig fühlen, hätten Sie das Ganze vielleicht besser bleiben lassen sollen. Ganz einfach, es hieß entweder er oder ich. Ich hatte keine andere Wahl. Und ob Sie eine andere Wahl hatten? Bei der Sache ging es um genau das. Doch Sie haben die falsche Wahl getroffen. Wir werden das noch ausdiskutieren müssen. Jedenfalls erachte ich dieses Experiment als Erfolg. Was Sie betrifft, Sie sollten es als einen Vorgeschmack auf Ihre ultimative Prüfung ansehen. Warum? Ich verstehe das nicht. Warum tun Sie das alles? Sie gehen auf die Finsternis zu, Mr. Reed. Und ich verhelfe Ihnen zu der Erfahrung, die Sie brauchen, um sich in der Finsternis zurechtzufinden. Ultimative Prüfung? Bitte reden Sie mehr, Johannes van der Berg, wenn es Ihr richtiger Name ist. Ultimative Prüfung? Was meinen Sie damit? Und was hat das mit den jüngsten Vorkommnissen zu tun? Alles greift ineinander. Diese Prüfung ist Ihr Schicksal. Ein Schicksal, das mit dem menschlichen Verstand nicht zu fassen ist. Es geht darum, mehr als nur ein Sandkorn im Universum zu sein. Es geht darum, Wellen zu schlagen und ein Ende zu setzen. Wem oder was ein Ende zu setzen? Allem und jedem. Vom ersten Augenblick an haben Sie in dieser Stadt Leid erfahren. Nun ja, tatsächlich erfahren Sie Leid seit Ihrer Geburt. Das Ende herbeizusehnen ist daher ganz natürlich. Aber im Gegensatz zu den vielen Millionen von Menschen vor Ihnen haben Sie die Macht, das Ende auch wirklich herbeizuführen. Sie können eine Prophezeiung Wirklichkeit werden lassen. Sie meinen doch nicht... Das Siegel von Cathegonar ist in Ihren Händen. Sie sind im Besitz des Schlüssels zu den Toren und zu allem, was dahinter verborgen liegt. Es liegt in Ihrer Macht, sie zu schließen und das Elend der Menschheit für einige weitere Jahrhunderte zu verlängern... Oder sie zu öffnen und das Ende herbeizuführen. Sie werden Letzteres tun. Nein, werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht tun. Sie kennen mich schlecht. Oh, ich kenne Sie gut. Ich habe das alles schon öfter gesehen, als Sie sich vorstellen können. Bisher endete es immer gleich. Eine arme Seele, die mit ihrem Schicksal konfrontiert wurde und nicht den Mut aufbringen konnte, das Ende herbeizuführen. Was dann lediglich zu einem sinnlosen Neubeginn des Zyklus führte. Warum sollte ich gewillt sein, alles zu zerstören? Weil Ihr Leben sonst bedeutungslos ist. Wissen Sie, wie viele Auserwählte es schon gab? Namenlose Horden, nach Belieben unsichtbaren Meistern geopfert. Ähnlich all jenen, die die Mondfelder Flanderns mit ihrem Blut getränkt haben. Aber dieses Opfer, auf das Sie hier anspielen, war sehr wohl von Bedeutung. Schließlich haben wir den Krieg gewonnen. Dieser Sieg wird nur weitere Kriege gebären. Das Kämpfen gibt Ihrer Spezies scheinbar einen Sinn, so wie das Leiden. Sie alle sind wie Affen, die ihren offenen Käfig nicht verlassen wollen. Aber es liegt in Ihrer Macht allein, dies zu ändern. Sie können dem Kämpfen und Leiden ein für allemal ein Ende machen. Klingt einleuchtend.
Nein, 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 nein. Sie irren sich. Sie irren sich. Und ich werde es Ihnen beweisen. Gar nichts werden Sie beweisen. Sie werden sterben. Und sobald der Zyklus von vorn begonnen hat, wird jemand kommen, der schließlich mutig genug ist, die Sache zu Ende zu führen. Aber ich werde Sie nicht fallen lassen, ob Sie nun meine Ansichten teilen oder nicht. Ihr Weg ist zu wichtig, auch wenn ich auf Ihre Entscheidung keinen Einfluss habe. Wenigstens mit einer Sache haben Sie recht. Ein Archäologe lebt in dieser Stadt. Er steht kurz davor, das Geheimnis von Cathigonar zu lüften, und Sie werden seine Hilfe brauchen, wenn Sie hineingelangen möchten. Sein Name lautet Joseph Hill. Reden Sie mit ihm und gewinnen Sie seine Gunst. Hier ist seine Adresse. Hill haben wir gehört, ne? Er hat Hinweise bekommen, aber irgendwie nicht den ganzen Kuchen. Ist das Ihr Ernst? Sie schwingen hier große Reden und wissen selbst nicht, wie man Cathigonar betreten kann? Wenn ich es wüsste, würde ich wohl kaum mit einem Privatdetektiv zusammenarbeiten, oder? Aber ich dachte, er kennt das alles. Ich dachte sogar, er ist nicht mal ein Mensch, weil er gesagt hat, eure Spezies. Das fühlt sich nicht richtig an, Johannes. Gar nichts von dem, was Sie sagen, fühlt sich richtig an. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen überhaupt Glauben schenken sollte. Wahrheit bleibt Wahrheit. Ob Sie sie nun glauben oder nicht. Sie können sie akzeptieren oder weiterhin mit Scheuklappen herumlaufen. Es spielt keine Rolle. Leben Sie wohl, Charles. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden, aber ich für meinen Teil werde Sie im Auge behalten. Und bitte verlieren Sie das Siegel nicht nochmal. Sonst waren all Ihre Mühen in dieser Stadt vergebens. Nun, ich denke mal, der gelbe König ist definitiv Johannes. Daran habe ich jetzt mittlerweile keinen Zweifel mehr. Ha. Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Wir werden uns wiedersehen. Ja, wir werden uns wiedersehen. Ah, jetzt. Ich dachte schon. Einen Wissenspunkt. Phönix aus der Asche. Ich glaube, wir lenken schon aufs Finale langsam zu. Deswegen will ich noch hier im Spiegelreich in Angriff nehmen. Und dafür müssen wir in die Irrenanstalt von Oakmont, in der wir noch nie waren. Oh! Königsrobe. Wenn das jetzt gelb ist, dann ja, haben wir die Antwort. Ich hatte es schon so ein bisschen im Kopf, aber es war ja nicht bestätigt. Und Bams. Jetzt bin ich Johannes van der Berg, der gelbe König. Na, bin ich mal gespannt, wo sich das Ganze noch hinentwickeln wird. Irrenanstalt. Die Irrenanstalt, ist das hier oben? Ja. Dann müssen wir hier hin. Zu Coverside Zentrum. Also bin ich nur eine Marionette. Vor mir gab es schon unzählige Marionetten und nach mir wird es auch unzählige Marionetten geben. Ah, da fühlt man sich direkt gut. Okay, schauen wir mal, dass ich hier richtig bin. Ich muss hier hoch. Kingsport. Die ganze Sache hier wird immer düsterer. Gefällt mir auch immer weniger. Ja, ich habe ein Problem. Ich werde so oder so sterben. Entweder werde ich sterben und mit mir die ganze Menschheit. Oder ich werde einsam und alleine irgendwo in einem verfickten Loch unter dem Meeresspiegel verrecken. So oder so bin ich der Verlierer in der Scheiße. Komme ich denn rein? Das ist nur anscheinend so eine Art Vorraum. Okay, hier drüben. Oakmont Asylum. Großer Laden. Ma'am? Ich bin auf der Suche nach einer gewissen Bethany Throckmorton. Ist sie zufällig unter ihren Patienten? Also, wenn wir eine Throckmorton hier hätten, wüsste ich das. Wobei,
Wir haben eine Bethany. Oder besser gesagt, hatten. Sie wird vermisst. Und das nicht nach einem ihrer Spaziergänge. Spaziergänge? Vermisst? Wo ist sie hin? Spaziergänge? Lassen Sie Ihre Patienten etwa raus? Ach, Bethany war völlig harmlos. Und sie kam immer zurück. Aber dieses Mal, so kenne ich sie gar nicht. Wollen Sie damit sagen, sie ist ausgebrochen? Ja, und dabei hat sie einen Pfleger niedergeschlagen. Im Nu war sie draußen, weil sie uns völlig kalt erwischt hat. Sie war sonst nämlich immer völlig harmlos. Haben Sie eine Idee, wo sie jetzt sein könnte? Nee, aber sie verhielt sich in letzter Zeit merkwürdig. Sie führte Selbstgespräche und malte ein sonderbares Bild an ihre Zimmerwand. Interessant. Kann ich mir ihr Zimmer einmal ansehen? Ich denke, da spricht nichts dagegen. Es befindet sich im Untergeschoss, abseits von den Zimmern der anderen Patienten. Aber treten Sie nicht auf das zerbrochene Glas. Nagy! Wiedersehen. Was im Untergeschoss? Bethanys Zimmer. Zerbrochenes Glas? Ein Spiegel. Da ist noch so viel drin, dass man ein Pferd außer Gefecht setzen könnte. Das Blut ist fast getrocknet. Okay. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Nun, ich muss sagen, sie hat auf jeden Fall ein Luxuszimmer in der Anstalt. Da wollte jemand, dass es ihr gut geht, ha? Dem Gesichtsausdruck der Frau nachzuurteilen, wurde das Foto mit vorgehaltener Waffe gemacht. Nun, wir haben die andere Hälfte gefunden, denn ich kenne dieses Foto, aber da ist ein Junge drauf. Die Throckmortons trauern. Der junge Hammond Throckmorton, Francis Throckmortons erstgeborener Sohn, ist tot. Wahrscheinlich der Junge, den wir eben gerade gesehen haben. Bei einem Familienausflug kam es aus bisher unerklärter Ursache zu einem Unfall, bei dem Hammond so schwere Verletzungen erlitt, dass er trotz aller Bemühungen des Arztes nicht wiederbelebt werden konnte. Die Beerdigung wird gegen Ende der Woche im Kreise der engsten Familie und Freunde stattfinden. In dieser dunklen Stunde voller Trauer versuchen wir, dankbar für alles zu sein, was wir haben, insbesondere für unseren kleinen Robert, teilte Francis Throckmorton mit. Da er nun mein einziger Erbe ist, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um ihn vor jeglichen Unheil zu beschützen. Tja, Robert, der Affenjunge. Bethanys Notiz, alles. Was ich tue, tue ich für meinen geliebten Hammond. Das darf man nicht vergessen. Wie konnte ich nur denken, dass in diesem Schurken-Squint die Vernunft stärker als die Gier. Er gelangte in den Besitz des Spiegels, wie auch immer er das angestellt hat. Aber bei der Übergabe wollte er plötzlich mehr und er besaß sogar die Frechheit, mich zu erpressen, indem er sagte, er könne sich auch einen anderen Käufer suchen. Was geschehen ist, ist geschehen. Niemand hat das Recht, sich zwischen eine Mutter und ihr Kind zu stellen. Will sie hier vielleicht einen Toten zurück ins Leben holen? Ich finde eine Lösung, mein Kleiner. Versprochen. Erzähl mir mehr. Sie war also doch ein bisschen gaga. Aber nicht so gaga, dass sie nicht am Ende irgendwas Krasses drauf hatte. Okay, wir haben einen Punkt und diesen Punkt stecken wir hier rein. Das ist ganz schön teuer, der Scheiß. Okay, bin ich durch? Anscheinend. Denn wir gehen in die Welt des Cthulhus. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Okay, sie zertrümmert den Spiegel. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert. Sie hat irgendwas entdeckt. Okay, wie jetzt? Nur die beiden? Ah nein, hier drüben. Bleiben Sie stehen. Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Dann das hier.
Randall Glassworks. Nein, Moment, Moment. Harbor. Wahrscheinlich eher es das. Es ist nicht zu fassen. Die Sie haben keine das. Randall Glassworks. Und das, dann setzt ihr hier den Spiegel in der Hand. Bethany ist aus der Irrenanstalt geflohen, nachdem sie in den Besitz von Glovers Spiegel gelangt ist. Ihr nächstes Ziel scheint eine Fabrik namens Randall Glassworks zu sein. Ja, Randall Glassworks. Finden wir wo? Im letzten Jahrhundert. Das bedeutet, wir müssen Zeitung, oder? Höchstwahrscheinlich. Rüber zur Zeitung. Einfach wieder runterrennen, oder? Yo. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, ich war eben gerade bei der Zeitung. Bei der Zeitung kriegen wir aber leider nichts raus. Deswegen versuchen wir es mal hier drüben. Ob wir hier vielleicht irgendwie einen Eintrag finden. Ach, hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Ja, 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 meine Güte. Da ist aber jemand mies drauf. Also, was haben wir hier? Personengruppe. Sonstiges Unternehmen. Neuankömmlinge, Bürger. Wir nehmen mal Sonstiges. Zeitraum 19. Jahrhundert. Bezirk wissen wir. Ist es nicht. Okay, dann machen wir mal Unternehmen. Und hier haben wir es doch. Ist ja auch eine Fabrik, aber hätte ja sein können. Randall Glassworks. Gegründet 1884. Eigentümer Gaunter Randall. Adresse Skipper Road zwischen Eel Street und Calm Shore Street im südlichen Teil des Bezirks. Bla bla bla. Gut, schon wieder eine Schnellreise. Da müssten wir jetzt richtig sein. Und wir haben direkt Freunde, die sterben wollen. Randall Glassworks. Mann, die Waffe ist wirklich verdammt gut. Besonders gegen schnelle und kleine Gegner. Verpiss dich. Okay, schauen wir mal, was wir hier finden. Auf diesem Tisch wurden wohl die Rahmen gefertigt. Auf diesem Tisch wurden irgendwann mal die Rahmen gefertigt. Und hier drüben sehen wir Spiegelglas. Gehen wir nach unten. Was haben wir hier? Irgendein Mittel zur Oberflächenbehandlung. Vermutlich werden damit Glasscheiben in Spiegel verwandelt. Ob uns das irgendwie weiterhilft? Ich habe nur noch 6 Schuss. Leider ist die Munition für dieses Baby auch ziemlich teuer. Die Tür gibt nicht nach. Ach, von wegen, Alter. Von wegen. Ich habe einen Schlüssel, der überall passt. Die Tür gibt nicht nach. Außer hier drüben. Okay, wir müssen irgendwas finden, um diese Tür hier zu öffnen. Vielleicht irgendeine Wand hier, durch die wir durchkommen. Dann höchstwahrscheinlich oben. Gut, gehen wir nach oben. Es gab doch ein oben, oder? Ich glaube schon. Ja, es gab ein oben. Ich nehme an, Sie sind der Grund dafür, dass das Monster im Keller nun Ruhe geht. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Mister. Zunächst einmal könnten Sie mir sagen, ob Sie hier irgendwo eine betagte Lady mit einem Spiegel gesehen haben. Die alte Bethany? Sicher. Sie hat sich unten in unserem Lager eingeschlossen, als die Monster angegriffen haben. Ich habe einen Ersatzschlüssel. Bitte, holen Sie sie da raus. Und nehmen Sie ruhig so viele Vorräte mit, wie Sie brauchen. Sie haben uns das Leben gerettet. Ach, das war eine Kleinigkeit. Danke. Na, das war doch gar nichts. Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Und jetzt hausen hier irgendwelche Penner. Sie verstecken sich. Sie verstecken sich unter Wasser. In Tümpeln, in Pfützen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Paranoide Spinner. Aber na gut. Blicken alle Spiegelbauer so zwielichtig drein? Das ist echt ein tolles Foto. Wer hätte gedacht, dass in Spiegeln so viel Planungsarbeit steckt? Eine gute Arbeit. Aber sieht so aus, als wäre das Geschäft aufgegeben worden. Ein Jammer. Naja, weil wahrscheinlich damit auch wieder irgendwelche dämonischen Sachen getrieben wurden. Und damit will natürlich niemand irgendwie in Verbindung stehen. Bethany, sind Sie hier drin? Natürlich nicht.
Randalls Tagebuch. Ich hatte nicht gedacht, dass mich diese Stadt überraschen könnte. Und doch hatte sie es dank Francis Throckmorton getan, seinem Lieblingserben den Weg zu ebnen, indem er den anderen Erben aus dem Weg räumt. Er glaubt doch tatsächlich, dass er seinen Sohn einen Gefallen damit getan hat, ihn auf die Spiegelwege zu schicken. Schließlich hätte er ihn auch umbringen können. Was mich betrifft, ich war einfach nur froh, dass ich mein Wissen teilen konnte. Sollte Francis irgendwann vorhaben, seinen Sohn zurückzuholen, findet er für ihn hoffentlich einen geeigneten Körper. Ich habe genug von dieser Stadt. Es wird Zeit, in wärmere Gefilde zu ziehen. Oh, ein eigener Körper. Durchsuchungsbefehl, Erlaubnis, die Räumlichkeiten der Glasfabrik Randall Glassworks im Bezirk Salvation Harbor zu betreten, um erstens wiederholte Beschwerden wegen verdächtigen nächtlichen Treibens nachzugehen, zweitens den verdächtigen Gaunter Randall zu verhören. Da hat sich jemand mit Vorräten eingedeckt. Oh ja. Oh ja. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der kaputteste im ganzen Land? Sein Haus. Randalls Haus. Halte durch, Hammond. Wir haben es fast geschafft. Okay, Randalls Haus. Haben wir alles? Anscheinend gesammelt es hier, Randalls Haus. Das bedeutet, wir müssen höchstwahrscheinlich zur Polizei, um herauszufinden, wo der gute Randall wohnt. Schauen wir mal, was wir haben. Verbrechen, Personengruppe, Verdächtige, Zeugen. Nehmen wir mal Verdächtige. Dann haben wir den Bezirk, das wäre hier. Und Verbrechen war eine Beschwerde. So, Pseudonym. Davis Miles, Spiegelfabrikant, Geschlecht männlich, Alter unbekannt, Wohnort hat die Stadt verlassen, letzter bekannter Wohnort Oakmont, Massachusetts, Old Grove North an der Ecke Windhalf Avenue und Goldbridge Road. Verdacht auf Störung der öffentlichen Ordnung, Ungehorsam gegenüber der Staatsgewalt und Fälschungsdelikte. Ein neuer Hinweis, die Reise geht weiter. Mal wieder viel rumgesucht, aber hier haben wir das Haus des Spiegelfabrikanten. Und natürlich haben wir hier direkt irgendwo einen Freund, der ein wenig kuscheln will. Ach, keine Ahnung wo. Was haben wir hier Schönes? Ein begehrter Junggeselle. Francis Throckmorton, der in Oakmont beliebt, gelehrt und Abenteurer, ist wieder Junggeselle. Am Dienstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Anhörung vor dem Scheidungsgericht statt. Direkt nach Verkündung des Urteilsspruches drang das Ergebnis nach außen. Der sich verschlechternde Geisteszustand von Bethany Throckmorton war der Grund, ausreichend, um die Ehe des Paars aufzulösen. Es war, wird die Zeit, all das Leid hinter uns zu lassen, sagte Francis Throckmorton beim Verlassen des Gerichtssaals. Der Tod unseres Sohnes Hammond ist eine Tragödie, aber bei solch einem Schicksalsschlag muss man stark bleiben. Leider gelang dies Bethany nicht. Naja, er hat seinen eigenen Sohn nicht getötet, sondern anscheinend ins Reich der Spiegel gejagt und damit des Wahnsinns verurteilt. Toller Mann, toller Mann. Die größte Spiegelausstellung in der Geschichte von Oakmont. Darunter die kunstvollsten Werke von Meister Randall. Sein Haus in ein Museum mit alten Spiegeln verwandelt, die er im Laufe von Jahrzehnten gesammelt hat. So, was haben wir hier? Okkultes Buch. Mithilfe der Analogiezauberei lassen sich einfache Barrieren erschaffen. Damit eine solche Barriere wirksam ist, muss der Zauber auf eine kleine Entsprechung des zu schützenden Objektes gewirkt werden. Wobei zwischen beiden ein enges Band bestehen muss. Auf diese Weise kann sich der Zaubernde das kosmische Gesetz der Entsprechung nutzen, zunutze machen. Wie im Kleinen, so im Großen. Ah ja. Ah, da ja. Hat wohl jemand Hausaufgaben gemacht. Sehr viele Hausaufgaben. Pfui. Wie kann er nur? Igitt. Hausaufgaben mag doch niemand. Irgendwo hier rennt ein Monster rum und das müssen wir finden, eliminieren und erforschen. Monster.
verdammt großes Haus. Mit einem echt interessanten Keller. Was zum Geier bist du denn? Hä? Was ist das hier für ein Ding? What the fuck? Es stirbt nicht! Oh, leck mich! Meine ganze wunderschöne Munition. Irgendwo dahinter ist ein riesiges Vieh. Let's do this! Ja, und ich drehe wieder durch. Moment, Moment und bam! Bam! Oh, jedes Mal ein Albtraum, diese Mistviecher zu töten. Was läuft denn hier schon wieder für ein Film? Oh, wie wundervoll. Das Leben kann ganz schön grausam sein. Ja, das stimmt. Was zum... Nein, mein Kopf! Verflucht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Dreh ich jetzt durch? Ich brauche meine Drogen. Alles wieder gut? Das ist kein gesunder Ort. Einen besseren Vater hätte er stolz gemacht. Tja, aber er hat einen Scheißvater, der ihn in die Hölle geschickt hat. Hey, hey, lassen Sie mich raus! Hat er gerade mit mir gesprochen? Junge, hast du gerade mit mir geredet? Das Leben kann ganz schön grausam sein. Okay, was können wir hier noch tun? Hey, hey, lassen Sie mich raus! Der Kleine will rausgelassen werden. Auf der Rückseite befindet sich aber nichts, oder? Anscheinend nicht. Irgendwas fehlt hier noch. Aber ich habe keine Ahnung was. Erstmal raus aus dem Keller. Denn der Keller macht mich wahnsinnig. Der Keller ist böse. Okay, Charles, reiß dich zusammen. Um Himmels Willen. Wir haben das Buch. Das haben wir anscheinend mitgenommen. Fallmappe. Aber irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas übersehe ich hier. Hier bin ich reingekommen. Ah! Die liegen hier schon eine ganze Weile. Oh, hier ist noch eine Wand. Ich denke wieder, was übersehe ich, was übersehe ich, was übersehe ich. Wo kriegt man denn einen Miniatursarg wie diesen her? Tja, wo kriegt man einen Miniatursarg wie diesen her? Also, was haben wir hier? So, solange der Spiegel heil bleibt, bist du sicher, mein Kleiner. Und ich werde inzwischen einen Weg finden, dich zu befreien. Alles klar. Wahrscheinlich oben gibt's noch mehr. Diese Rituale. Mit ihnen könnte ich Zeit gewinnen. Okay, sie will Zeit gewinnen. Das ist mal wieder so ein aufwendiges Ding. Und dann ganz unten... haben wir hier noch einen Hinweis. Ich hole dich da raus, Hammond. Es muss einen Weg geben. Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Okay, vielleicht erstmal das hier als eins. Ich hole dich da raus, Hammond. Es muss einen Weg geben. Dann, was hat sie bei dem Spiegelding gesagt? Ich glaube, das ist die 3. Ich glaube, das ist die 3. Weil hier weiß ja noch nicht, wie der Weg ist.
Rituale. Mit ihnen könnte ich Zeit gewinnen. Dann erfährt sie, dass sie damit Zeit gewinnen kann. So. Solange der Spiegel heil bleibt, bist du sicher, mein Kleiner. Und ich werde inzwischen einen Weg finden, dich zu befreien. Bethany hat eine Art Barriere erzeugt, um Zeit zu gewinnen, während sie versucht, Hammond zu befreien. Ich könnte die Barriere beseitigen, indem ich ihren Ritualspiegel zerstöre. Ja, und dann habe ich dann Antworten. So, Spiegel ist kaputt. Und jetzt kann ich hier runter. Sie kriegen ihn nicht. Das lasse ich nicht zu. Sie dürfen den Spiegel nicht mitnehmen, hören Sie? Bethany, bitte beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nichts tun. Nein, ich lasse mir mein Kind nicht wegnehmen. Nicht schon wieder. Ich werde es zu verhindern wissen. Alles gut, reden wir darüber. Ich weiß, wie wichtig Ihnen der Spiegel ist. Es geht um meinen Sohn. Seine Seele ist in dem Spiegel gefangen. Er friert, hat Hunger und ist verängstigt. Seit Jahrzehnten. Es ist... Oh, Kaui, es ist so schwer zu begreifen. Sein Körper ist tot. Und seine Seele kann ohne Hilfe weder weiterziehen, noch in unsere Welt zurückkehren. Francis hielt das noch für ein gnädiges Schicksal. Dieser Schuft. Und was genau haben Sie vor? Ich kann Hammonds Seele in seinen Körper zurückbringen. Ja, ich weiß, was Sie denken. Es erscheint Ihnen wieder natürlich. Aber wir werden wieder vereint sein. Alles ist bereit. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Ich muss nur den Spiegel zerbrechen, dann ist er frei. Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Und ich gehe nicht ohne meinen Sohn. Ja, aber... Sie hat auf jeden Fall recht. Also gut. Ich denke, es steht Ihnen zu, es zu versuchen. Und ich werde zusehen, dass ich Robert irgendwie besänftigen kann. Oh, danke. Oh, tausend Dank. Und jetzt? Was läuft jetzt hier für ein Film? What the fuck? Wird das jetzt ein Zombie-Kind? Das Leben kann ganz schön grausam sein. Alright. Ich hab den Spiegel. Oh Gott, hat die jetzt wirklich so ein Zombie-Kind daraus gemacht? Kann ich nochmal mit dir reden? Oh, ich bin Ihnen so dankbar, Neuankömmling. Sie haben die richtige... Ja, hab ich wahrscheinlich. ...richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt kann ich rüber zu Robert und ihm erklären, dass es einen kleinen Zombie-Bruder gibt. Ah, was für eine kranke Scheiße. Ich habe ein verstörendes Buch gefunden, Mr. Throckmorton. Über Spiegel. Es geht darin um gefangene Seelen. Klären Sie mich bitte auf. Was haben Sie vor? Es macht wohl keinen Sinn mehr, es zu verheimlichen. Ich habe erfahren, dass ich einst einen Bruder namens Hammond hatte. Mein Vater hat ihn mir genommen. Hammond wurde mit Zauberei in den Spiegel gebannt. Das war das Werk meines Vaters, aber warum er es getan hat, weiß ich nicht. Hammond ist ein Throckmorton und muss gerettet werden. Oh. Naja, er wurde gerettet. Er wurde gerettet. Ich kam zu spät. Der Spiegel, ich fand ihn nur noch zerbrochen vor. Was? Nein! Wie konnte das nur passieren? Oh, mein Bruder. Mein armer Bruder. Ich hatte mir mehr von Ihnen erhofft, Mr. Reed. Bei Cowell, das hatte ich. Ah, Druck, gehen Sie. Lassen Sie mich in meinem Elend allein. Wahrscheinlich hätte ich aber die Mutter töten müssen, um... Ja, um den Spiegel zu bekommen. Denn ich glaube nicht, dass sie aufgegeben hätte. Sie war so fanatisch,
Ganz ehrlich, was hätte er denn anders machen können? Am Ende wäre es dasselbe Ritual gewesen und... ja. So ist wenigstens die Mutter mit dem Sohn wieder vereint. Lassen wir sie in ihrem Wahnsinn. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.